Growing in the Vienna woods is a rare delicacy, the serviceberry. A wild fruit that adds a refined touch to spicy and sweet foods. Viennese plaited buns, for example. Picking the tiny berries is not easy. You need patience and a head for heights. For centuries, service trees have been cultivated in the hilly region at Vienna's doorstep. Sisters Anna Leodolter and Veronika Meyer grew up with the checkerberries and each have their different ways of cooking with the fruit. One with meat, the other vegetarian. Heute verführst mir mal, gell? Okay, hoffentlich wirst du nicht krank. Aber hör auf, ein Riesenstück. Late September. The serviceberries are ripe. Some must be picked from the very tops of the trees, 15 meters up. Zum Wald hin. Veronika is harvesting with her son Jakob. She only climbs onto the ladder when it's properly secured. Almost every day in the autumn, Veronika Meyer climbs up the trees with her picking bag. While the fruits don't all ripen at the same time, they must still be harvested quickly, as they're also extremely popular with the birds. Ich habe keine Angst, wenn ich raufsteig. Wenn ich Angst hätte, könnte ich nicht drauf, da würde ich unten bleiben müssen. Aber wenn der Wind geht und wenn es kalt ist, dann ist es schon eine Herausforderung, auf die Leiter zu steigen. Und da habe ich manchmal dann schon auch ein bisschen ein ungutes Gefühl. Aber wenn ich einmal auf den Baum heraufgeklettert bin, dann entsteht bei mir eine ganz besondere Ruhe, weil dann kann ich sonst nichts machen, eben nur Elsbeer pflücken. Veronika's sister Anna, who has never climbed a tree to pick berries, prefers to stay on firmer ground together with her grandchildren. Ja, warum habe ich Angst? Weiß ich nicht, von oben fallen. Dann, nein, so hoch oben fühle ich mich nicht wohl. Das ist das. Und ich will lieber nicht auflegen, da habe ich einen festen Boden. These trees in the Vienna woods have been cultivated for almost 300 years. Still today, they are tended to by around 60 farmers. The service tree is a relative of the mountain ash, whitebeam and sorb trees. Its fruits are used both fresh and dried. In Austria, they are used to make traditional and expensive fine brandies. But it's only in more recent years that the berry has found its way into the kitchen. Die Elsbeere schmeckt so fein, sie hat so einen Mandel-Marzipan-ähnlichen Geschmack. Und der kommt heuer wieder besonders gut heraus, weil die Früchte schon so reif sind.
Service trees reach heights of up to 30 meters, as well as a ripe old age. They are among the rarest species of tree in Europe. There are still a few hundred remaining in the Vienna Woods and the neighboring Mostviertel region. This is why the region is also known as Elsbeerreich, the realm of service trees. The first of the picked fruits are already on the kitchen table of Grandmother Maria Blamauer. She's on kitchen duty together with her grandson's pregnant girlfriend. I can't bam nicht offen, weil ich jetzt alt bin und botschert. Und die Karte kann auch nicht offen, weil es schon ein bisschen schwerer wird. Tut es ja nicht so leicht. Kati Züchling is making a Camembert with serviceberry cream. For this, she whisks fresh curd and adds freshly picked serviceberries. Der Franje Rezept, das wird jetzt ausprobiert. Schauen wir mal, ob das bei mir dann auch so schmeckt. Other ingredients include lemon juice and dried serviceberries from last year, finely chopped. When dried, the serviceberries give off an even more intense marzipan aroma. Na, die Elsbeeren, die haben sie immer gepflückt, nicht? Und alles auf Schnaps, halt, nur auf Schnaps. Sonst war ja da. Und eigentlich hätte man keinen Gedanken gehabt, dass man irgendwas anderes auch macht, nicht? Aber jetzt da haben sie ja da so viele Sachen, nicht? Und gute Sachen. Und schöne Sachen. Kati needs only pepper and salt for the seasoning. The fruits have enough flavor of their own. Geht gar nicht so einfach zum Schneiden. Aber jetzt habe ich es geschafft. A medium ripe Camembert is filled with the serviceberry cream, creating a Camelsbär, as Veronika calls her invention. Kannst du nur ein paar dazugeben? Dass das schön ausschaut. Oder da her. Aber jetzt. Oder das da oben. Haben wir schön dekoriert. Ja, genau. Wenn es so gut ist, was er schön ausschaut, dann sind wir froh. Ja, werden wir sehen. There are more than 50 majestic trees in the service tree groves of the Leodolter and Meyer families. They are members of the rose family, and their wood is hard and valuable. The trees only begin to bear fruit after 20 years, and even then they are difficult to harvest. This means that the families devote a great deal of time to the service berries. Also um diesen Baum abzupflücken, braucht man, ja, wenn wir zu zweit oder zu dritt sind, dann braucht man circa ja, 3 bis 4 Tage, bis der ganz abgeerntet ist. Aber wir kriegen dafür auch circa um die 60 Kilo Früchte. The entire stem of the fruit is picked. It's important that they're broken off at exactly the right point. Das Besondere beim Pflücken von den Elsbeeren ist, dass man die Knospe für das kommende Jahr nicht verletzt. Also man muss achten, dass man knapp hinter der Knospe ist, eine Bruchstelle, und hier bricht der Zweig leicht ab. Veronika's son Jakob is a professional photographer and used to have his own studio. Until 1 year ago, he decided to take over his parents' farm and with this the service trees. Es ist eine Arbeit, wo man eigentlich ein bisschen so in sich geht. Und hin und wieder redet man halt dann auch mit der Mama oder was halt gerade ansteht, wird beredet. Aber es ist doch eine Arbeit im Schweigen und es ist eine besinnliche und ruhige Arbeit. Dadurch, dass ich jetzt davon von klein auf schon dabei bin, also mit 14, 15 Jahren war ich das erste Mal am Baum heroben, hat mir die Arbeit immer relativ gut gefallen. Und war dann auch klar für mich, dass ich den Betrieb weiterführe. The farmers can't make a living from the service trees alone.
As well as livestock farming, they grow fruit and vegetables or work part-time in agriculture. While the others continue with their picking, Anna quickly bakes a sweet Viennese plaited bun. She made the yeast dough this morning with flour, lemon rind, cream, vanilla sugar, and rum. It's now risen twice and is ready for the next stage. Anna cuts it into strips for the plaits. Früher haben wir Rosinen reingegeben und heute geben wir Elsbeeren. Ist halt ein bisschen eine Spülerei, aber ja. Na ja, damit das gleich ist, dass nicht fünf auf einen Flieg sind, sondern dass das ein bisschen Abwechslung hat. Even if Anna makes it look effortless, a five-strand plaited bun needs all the plaits to be in exactly the right order. Finally, it's brushed with egg. Aber wenn er schön golden ist, schaut das besser aus. Das mache ich statt dem Zucker, dass das ein bisschen ist, eine Verzierung. Und dass man sieht, dass er Elsbeerstritzel ist. So, jetzt ist er fertig. After half an hour in the oven, it's a golden plaited bun with service berries. It's break time for the harvest workers. Leo, kommst du da over? Ja, komm da. Haben wir Jahres noch. Da ist schon, die kommen auch schon daher. Ich hab keine Zeit zum krank werden. Wir haben ja Haufen Arbeit da noch. Lecker schmecken. Da ist eine Fülle, eine Elsbeerfülle ist da drinnen. The first test of Veronika's Camelsbeer. Ja. Veronika's sister Anna is not entirely convinced. Ja, die Pasteten ist gut und Wurst ist auch nicht schlecht. Schmalz ist mir mal lieber. Die Gnädeln, na ja, man isst es halt. Na, du bist gut. Na, ich bin nicht für das Vegetarische. The dessert, meatless for everyone, provokes no further discussion. Danke. Auf die gute Ernte. After the harvest begins the task that will last far into the winter and keep the whole family busy. Not least the grandparents. Wenn wir alle zusammenhelfen, geht's gemeinsam. Also dadurch, dass das so eine gesellige Arbeit ist, ist es gar nicht so schwierig, Freunde einzuladen und zu sagen, kommt, wir reden heute, habt ihr Zeit? Und die meisten sagen dann, ja, wir kommen. In Lower Austria, the activity of plucking the fruit from the stems is known as Rebeln or Röven. Veronika's husband Norbert is also helping out. Mm. This communal activity has a long family tradition.
Ja. Ich merke, allein würde ich es gar nicht schaffen. Und ich krieg doch sehr viel Rückenstärkung, von der Mama speziell, weil halt der Papa auswärts arbeiten geht. Und deshalb war es eigentlich ohne der Mama gar nicht möglich. While the plucking continues at home, Jakob delivers the fresh fruit. The service tree farmers sell their products directly from their farms to the surrounding region. Even for expert chefs, the service tree is something of a revelation. Some experiment with the berry's unusual aroma and are willing to pay a handsome sum. Jakob does not want to entirely abandon his former profession as a photographer. Und ganz besonders gefällt mir da drüben das Häuschen mitten in der Straubstwiese und das in jeder Jahreszeit erwischt man das einfach top. Braucht man gar nichts mehr nachbearbeiten. Today, Anna and Veronika are cooking together. It's the exception rather than the rule. Their mother Maria ensures there's no quarreling. The young onion bulbs are from their own garden. The venison was delivered fresh today by the hunter himself. This will be made into a venison ragout. This flesh is ganz wach, this is a Rehkitz. Du, das Fleisch musst aber halten. Ja, mit dem Fleisch, gell, da habe ich es alle, weil so, da kenne ich mich gar nicht so aus. Naja, weil das ist ja dann zach. Und viel länger zum Kochen braucht es auch, wenn die Haut drauf ist. The meat may toughen, but Veronika doesn't mind. In any case, she's been cooking vegetarian food for some years, but it still provokes discussion in her family. Naja, die Mama, die sieht das halt nicht so. Die sagt, na sowas, dass man kein Fleisch mehr essen kann, das ist unverständlich. Ich sag halt mit meinem Alter her nicht auf vom Fleisch essen. Ich is nicht viel, aber ein bisschen eins schon. Anna, also an avowed anti-vegetarian, fries the onions in lard. So, warte mal. Nur so drauf geben? Ja. Und so niederholen und umdrehen. Na, da braucht man ganz schön Kraft dazu, hörst du? Anna's ragu also makes use of service berries. For this, they must first be ground into a paste. Damit der Geschmack für die Kerne wieder rausgeht. Wie schön das ausschaut jetzt schon. Eigentlich braucht man gar kein Fleisch mehr dazu. Ah jo. Du hast ja keine Ahnung, wie das schmeckt, wenn da Fleisch dabei ist. Wow. Und wie schmeckt's? Na, sehr gut. Wow, das duftet. Schau mal. Na, da wirst du schauen jetzt da. Wie geht denn das da? Zur Seite dran. Mm. Gut, gell? Gut. Wenn da erst nur Fleisch drin ist, na, was das ist das ganz was Gutes. Anna seasons with salt, pepper, thyme and rosemary. So, das kann ich jetzt dünsten. In the meantime, the venison is fried in oil. Jetzt würde das passieren. Enter the food mill.
As far as Anna is concerned, the vegetables in the ragu should no longer be recognizable. The concentrated vegetable stock is poured onto the seared meat, which is then left to simmer on a low flame. To close things off, whole service berries. On the way back, Jakob makes a quick stop at the Horchiker family. Servus, Christi. Servus. Du, ich will mehr Kohle, gell? Das ist eh gut. Gut. As a sideline, the Horchiker farming family also runs a charcoal manufactory. Almost all of the farmers in the Vienna Woods require a second source of income. For generations, knowledge about the craft of charcoal burning was passed on only by word of mouth. Ja, dann viel Spaß beim Grün. Ja, danke. This noodle dough needs only flour, salt, eggs and water. Muss man noch ordentlich durchkneten. Now it's Veronika's turn for a meal of noodles with pesto. So, dann tue ich mir das gleich einmal portionieren. Vegetarian. Und gut durchdrücken, damit das schön geschmeidig ist. Aber es ist schon was Besonderes, wenn man selber genug die Nudeln hat. Anna wastes no time in plucking more berries. Die Mama hat das ja immer mit dem Nudelwalker ausgewalzen. Und das ist schon viel Arbeit, bis man so einen Teig so fein zusammenbringt. Aber mit der Maschine geht das wirklich wie am Schnürchen. Veronika is making particularly broad noodles, which will go well with the pesto. Naja, da ist schon besser mit der Maschine, nicht? Das geht ja viel schneller. Mit der Hand ist schon ein Block, ne? Und vor allem ist es gleichmäßig dünn mit der Maschine. Gleichmäßig dünn ist es auch mit der Maschine. To prevent them from sticking together, the freshly made noodles should dry for around half an hour and then be placed in the boiling water for only a few minutes. Veronika is making a walnut pesto. Oh, das ist eine schöne Portion, danke. The nuts are also from their own farm. These are toasted in rapeseed oil together with finely chopped onions. So, und jetzt die Elsbeeren noch. Danke. For her pesto, Veronika uses the dried service berries, plus a little Cornell cherry vinegar to taste. Den Essig, der macht für das Pesto so ein leichter, pikanten Geschmack. Finally, everything is rounded off with apple jam and homemade salt with serviceberry buds. So, und jetzt ist fertig. Und dann über die Nudeln drüber und da rinnt da schon das Wasser im Mund zusammen. So, und jetzt noch diese herrliche Elsbeernuss. Pesto. Magst du es einmal kosten, Anja? Nicht schlecht. Nicht schlecht heißt was? Es ist nicht mein Fall, aber es ist nicht schlecht. Just in time, Jakob is back with the charcoal, which is immediately put to use.
Whatever your preference, what really matters after a hard day of work is that there's food on the table. So, ich bin auch schon da. Ich bringe euch was Vegetarisches. Ja, cool. Und zwar Elsbeer-Pesto mit handgemachten Nudeln. Super. Schauen wir mal. Einige Stunden waren wir schon aktiv, gell? Mhm. Aber alleine hätte ich das ja sowieso nicht schaffen. Weil alleine da hätten müssen alle die vegetarischen Nudeln essen. And for those with appetite remaining, there's Serviceberry sausage. Some of the butchers in the region have also discovered their special aroma.